Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Pokémon Fakten, heute mit dem Pokémon Knapfel. Wie immer habe ich natürlich 10 Fakten für euch herausgefunden, die ich euch nun vorstellen werde. Sollte euch das Video gefallen oder wollt ihr noch weitere Faktenvideos sehen, abonniert gerne diesen Kanal oder lasst einen Daumen nach oben da. Und wir beginnen jetzt mit Fakt Nummer 1. Knapfel ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze und Drache und existiert seit der 8. Spielgeneration. Es kann sich zu Drapfel oder Schlapfel weiterentwickeln. Fakt Nummer 2. Knapfel hat sein Debüt im Anime in Pokémon Zwielichtschwingen in der Folge Die Zusammenkunft der Stars. Sie erschien am 5.11.2020 auf dem offiziellen Pokémon YouTube-Kanal. Pokémon Zwielichtschwingen sind 8 Episoden von dem Studio Colorido. Im Verlauf der Folgen werden Träume von Bewohnern Galars thematisiert, wobei jede Folge ca. 5 Minuten dauert. Auf dem deutschen Pokémon YouTube-Kanal sind die Folgen nur mit deutschem Untertitel verfügbar. Im offiziellen Anime hat Knapfel seinen ersten Auftritt in der Folge Stick Ippon Beshinki, welche noch keine deutsche Übersetzung hat. Sie erschien am 11. März 2022 im japanischen TV. Fakt Nummer 3. Knapfel ist ein kleines, grünes und wurmartiges Pokémon, das einen roten Apfel bewohnt. Es wird ca. 20 cm groß und wiegt bis zu 500 Gramm. In seiner schillernden bzw. in seiner shiny Form ist der Apfel grün gefärbt. Fakt Nummer 4. Knapfel leben in unmittelbarer Nähe zu Apfelbäumen, vor allem am Anfang ihres Lebens, um sich ihr charakteristisches Apfelhaus zu beschaffen. Fakt Nummer 5. Knapfel gilt als vergleichsweise schwach und langsam. Wahrscheinlich aus diesem Grund sucht das Apfelhaus-Pokémon sich direkt nach seiner Geburt einen großen Apfel, in welchen es sich reinknabbern kann. Fakt Nummer 6. Hat Knapfel einen Apfel für sich ausgewählt, frisst es ihm im Lauf der Zeit von innen heraus auf, um genug Nährstoffe für das Wachstum zu haben. Der Geschmack der Äpfel, die es in seinem Leben verspeist, bestimmt dabei maßgeblich, zu welcher ausgewachsenen Form es sich weiterentwickeln wird. Fakt Nummer 7. Knapfel imitiert einen leblosen Apfel, um sich vor Vogel-Pokémon zu schützen, denen es eine beliebte Beute ist. Unbewohnte Äpfel in seiner Umgebung dienen ihm zusätzlich als Tarnung vor Beutegreifern. Diese Symbiose schlägt sich auch in Attacken wie Panzerschutz oder Einigler sowie seine Fähigkeiten Kugelsicher oder Heranreifen nieder, welche die Spezialfähigkeit seiner Entwicklungsreihe darstellt. Fakt Nummer 8. Ich habe natürlich wieder 2 Pokédex-Einträge für euch. Der erste Pokédex-Eintrag stammt aus dem Spiel Pokémon Schwert. Es verbringt sein ganzes Leben im Inneren eines Apfels. Um sich vor Vogel-Pokémon, seinen Fressfeinden, zu schützen, imitiert es einen Apfel. Und der zweite Pokédex-Eintrag aus dem Spiel Pokémon Schild. Nach der Geburt kriecht es sofort in einen Apfel und verspeist dessen Inneres, um zu wachsen. Seine Entwicklung hängt von dessen Aroma ab. Fakt Nummer 9. Von Knapfel existieren momentan 3 verschiedene Sammelkarten, die alle als deutsche Version gedruckt wurden. Die älteste Sammelkarte ist das Knapfel mit der Kartennummer 20 aus der Erweiterung Clash der Rebellen. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10. Leider gibt es noch keinen Trainer, der ein Knapfel in seinem Besitz hat. Daher ein kurzer anderer Fakt. Knapfel basiert vermutlich auf einer Made oder einem Wurm in einem Apfel. Und das waren sie auch schon wieder, meine 10 Fakten über Knapfel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut auch bei der nächsten Folge Pokémon Fakten wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal.